Ja. Insgesamt null. Richtig gut leben von der Provision. Historisch gesehen wüsste ich jetzt keinen leider. Ist dann die Gefahr nicht besonders groß, dass diese Mitarbeiter den Kunden irgendwelche Produkte verkauften, die gar nicht für die Kunden geeignet waren, Hauptsache die Provision stimmte? Sicher. Sie sind ja nur dann wirklich ein unabhängiger Berater, wenn Sie finanziell selber unabhängig sind. Weil ansonsten haben Sie immer den Zwang, am Monatsende zu schauen, was kann ich bei dem Kunden, wo ich jetzt einen Termin habe, machen, damit es finanziell reicht. Wird das flächendeckend gemacht im AWD? Also es war bei uns im Büro so Usus. Und ich gehe mal davon aus, dass es in anderen Büros genauso ist. Mit einem zweiten AWD-Berater hatte ich mich vor einem Friedhof verabredet. Friedhof, das wollte der unbedingt. Warum? Bei der Antwort stockt mir der Atem. Und zwar ging es darum, dass ein Kollege in der gleichen finanziellen Not war wie ich. Verheiratet, drei Kinder und irgendwann auf die Idee kam, sich doch Adressen aus Totenanzeigen und Namen von Friedhöfen zu nehmen. Und dadurch dann halt Versicherungen abzuschließen, auf den Namen der Toten halt. Und hat er sich nicht selber gedacht, aber in zwei Monaten kommt's raus und dann fliege ich auf? So weit denken Sie nicht. Sie denken nur in diesem Moment. Weil Sie haben eine Familie, sind meistens Alleinverdiener und Sie brauchen Geld. Und zwar nicht in zwei Monaten. Nein, Sie brauchen heute Geld. Ja, wie viel haben Sie denn verdient im Monat? AWD stellt Ihnen Geld zur Verfügung. Sagt der AWD klipp und klar, Sie kriegen Geld jeden Monat. Etwas wie ein Grundgehalt, damit Sie ein bisschen leben können. Das waren ungefähr 1750 Euro brutto. Wenn Sie aber alles abrechnen, Bürokosten und, dann bleibt Ihnen da nicht viel. So, und nach diesem Jahr bekommen Sie keinen Cent mehr. Das heißt, nach einem Jahr müssen Sie zusehen, dass Sie jeden Monat bei Null anfangen. Das Höchste, glaube ich, was ich verdient habe im Monat, waren 800 Euro und dann Null. Diese 1750, müssen Sie die wieder zurückzahlen? Ja. Die müssen Sie wieder zurückzahlen? Im Prinzip leiht Ihnen der AWD Geld und Sie müssen es mit Zinsen wieder zurückzahlen. Ich habe mein Konto um 6.000 Euro überzogen, Riester-Rente gekündigt von meiner Frau und von mir, Lebensversicherung gekündigt, Bausparverträge gekündigt. Eigentlich alles, was für die Zukunft war, kündigen Sie, weil Sie geben sich nicht die Blöße zu sagen, ich bin blöd, ich pack das einfach nicht. Wenn Sie so auf Ihre Zeit zurückgucken, wie würden Sie die insgesamt bei AWD, wie würden Sie insgesamt bewerten? Die Zeit bei AWD, das war die schwerste Zeit, die ich in meinem Berufsleben je hatte. Also es war so eine Situation, dass... Naja, nicht Selbstmordgedanken, aber es war schon so diese Situation, wo man dachte, sag deiner Frau, du gehst Zigaretten holen. Und fertig. Carsten Maschmeyer, wie ist der aus Ihrer Sicht für das alles verantwortlich? Er ist ein Blender. Er ist dafür verantwortlich, denn er hat das System herausgebracht. Ich bin ihm mal begegnet. Einmal. Er macht einen netten, seriösen Eindruck, wenn man ihn das erste Mal sieht. Wenn man aber auf diesen Chaka-Chaka-Veranstaltungen ist und es läuft ein Video, wo der Maschmeyer in einer Boeing 747 sitzt, vorne und in die Kamera lächelt und sagt, wir sind so gut, wir sind so klasse, wir steigen so hoch wie Flugzeuge, wir sind so genial. Und man sitzt da und weiß nicht mal, wie man nach Hause kommt, weil man keinen Sprit mehr im Tank hat. Dann fängt man an nachzudenken. Er ist vor ein paar Jahren ausgestiegen und finanziell nicht wieder hochgekommen. Und auch heute noch werden Einsteiger mit Vorauszahlungen geködert, um für den AWD auf Kundenfang zu gehen. Mit einer Minikamera präparieren wir eine junge Kollegin. Sie wird so tun, als wollte sie beim AWD anfangen. Der erste Bezirksleiter bietet ihr als Ungelernte 6.000 Euro an, in Tranchen über 6 Monate. Dann, so sagt er, habe sie keine finanziellen Schwierigkeiten. Rückzahlung in maßvollen Raten. Beim nächsten Bezirksleiter stellt sie sich als Frau vom Fach vor. Jetzt kann sie sogar 20.000 Euro Vorschuss bekommen. Die Vorschussmodelle schwarz auf weiß. Einstiegsdroge für die ungewisse Karriere als Finanzberater. Die Kollegin nimmt die Unterlagen mit. Der 20.000 Euro Vorschuss steht drin und ebenso der Plan für die Auszahlung. Der AWD meint,
Ein Verschuldungsrisiko sei damit nicht gegeben. Die AWD-Zentrale in Hannover, AWD Platz 1. So heißt der Platz tatsächlich ganz offiziell. Wir allerdings fahren weiter nach Zürich zu Swiss Life. Denn Carsten Maschmeyer hat Kasse gemacht und hat sein Unternehmen für hunderte Millionen an den Schweizer Versicherungsriesen verkauft. Da sitzt Maschmeyer jetzt im Verwaltungsrat und ist, wie er selbst sagt, auf der höheren Kommandobrücke immer noch dabei. Das ist die hilflose AWD-Anlegerin. Wir haben uns zur Bilanzpressekonferenz angemeldet und für die Swiss Life-Bosse ist alles bestens, alles im Plan, auch bei AWD. Mit AWD mit weiteren Erfolgen aufwarten könnte AWD 212 Millionen Euro, ein Plus von 33%. Christoph Lüttger, Deutsches Fernsehen. Herr Pfister, Sie haben sehr positive Sachen zum AWD gesagt. Es gibt in Deutschland aber auch eine Fülle, man schätzt Tausende von AWD-Anlegern, kleinen AWD-Anlegern, die durch falsche Beratungen um alles gebracht worden sind. Ist jetzt, wo AWD Swiss Life gehört, daran zu denken, dass diese Menschen von Ihnen irgendwie entschädigt werden? Ich glaube, AWD hat in der Vergangenheit und wird das auch in Zukunft tun, derartige Fälle zu prüfen, und zwar auf Einzelfallbasis. Wird sich da an ihre Politik handeln, nämlich dort, wo es gerechtfertigt ist, auch entsprechende Probleme zu lösen. Wie kommt es denn, dass gerade AWD immer wieder mit diesen geschlossenen Fonds, von denen ganz, ganz viele notleidend wurden, auf dem Markt waren und die Kleinanlegern verkauft haben? In Deutschland, meines Wissens, liegen die Fragen der geschlossenen Fonds einiges in der Vergangenheit. Wie gesagt, in der neuen Produktpalette werden oder sind wir bereits sehr viel vorsichtiger. Heißt das aber, dass Sie sagen, was in der Vergangenheit gelaufen war, ist falsch gewesen? Ich kann das nicht beurteilen, da ich damals mit diesem Unternehmen nichts zu tun hatte. Swiss Life, die neue Mutter von AWD, will also nichts mit der AWD-Vergangenheit zu tun haben. Ich fahre wieder nach Hannover, dorthin, wo in einer pittoresken Villa ein anderes Maschmeyer-Unternehmen sein Hauptquartier hat. Ich will Carsten Maschmeyer fragen, ob dann wenigstens er von seinen vielen hundert Millionen etwas für die Opfer abzweigen kann. Ja, bitte? Lüttger, Norddeutscher Rundfunk, guten Tag. Tag. Wir wollten fragen, ist Herr Maschmeyer im Haus? Nicht, dass ich wüsste. Ja, kann man das in Erfahrung bringen? Denn wir wollten einfach doch noch mal ihn fragen, ob es sich doch die Möglichkeit gibt, uns ein Interview zu geben. Herr Maschmeyer ist nicht im Haus und kann auch zu den Thematiken nichts sagen. Warum? Ich meine, es geht um AWD von früher und um die Opfer von AWD. Wir haben unsere Stellungnahme dazu schon abgegeben. Ja, Sie haben uns zu Swiss Life geschickt. Wir waren bei Swiss Life. Wir geben keinen weiteren Kommentar ab. Entschuldigung. Gut. In Boulevardzeitschriften immer präsent und für die hat er auch Zeit, nicht aber für uns. Carsten Maschmeyer, Finanztycoon und Glamourboy. Die Großen der Gesellschaft in seiner Nähe oder eher in ihrer, bis hin zu einem leibhaftigen UN-Generalsekretär, einem Bundeskanzler, einem Bundespräsidenten. Faszinierend muss er sein. Ich fahre zu Burkhard Wagner, erfolgreicher Finanzmanager in der Nähe von Celle. Guten Tag, Herr Wagner. Christoph Lüttger. Er hatte mit Carsten Maschmeyer zusammengearbeitet. Danke. Carsten Maschmeyer immer berechnend, immer auf der Höhe des Zeitgeists, immer der Gewinner. Er hatte seine Mini-Please, er hatte seine Goldkettchen, er hatte seinen 500 SEC Mercedes König Special Umbau in Schneeweiß, der dann immer natürlich prominent auch vor dem Büro stand. Und wenn man ins Büro reinkam, war links ein riesengroßes Aquarium. Das war so groß, dass es vom Taucher gereinigt wurde. Also man kam rein und hat eigentlich so, boah,
So, und ich glaube einfach, dass da schon eine sehr, sehr klare Strategie auch hinterstand, dass er darüber natürlich wusste, ich kriege eben ganz viele Leute damit. Warum war er so erfolgreich? Ich habe das noch nie bei einem Menschen erlebt, der immer zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen hat. So, und wenn Maschmeyer eben bestimmte Entscheidungen getroffen hat, dann kam da Geld raus. Er war immer kontrolliert. Er hat nie getrunken wie die anderen. Er war immer nüchtern. Er hat die anderen zum Trinken veranlasst. Er hat die Informationen daraus gekriegt. Aber er selber war unendlich kontrolliert. Wie begeistert er sowohl den einfachen Anleger, aber eben auch die Prominenz? Er überrascht immer. Er bringt immer Dinge, die selbst ein Gerhard Schröder überraschen. Die Partys bei Carsten Maschmeyer. Da erlebst du was, das wirst du in deinem ganzen Leben nirgends sonst erleben. Es ist also nicht dann die Party, wo draußen Lufthansa Catering Service ein Buffet aufgebaut hat. Das wird es da nicht geben. Das ist für ärmere Leute. Aber trotzdem nochmal, dass er die Prominenz so, und zwar parteiübergreifend ja auch, ja. Ne? Schröder, ja. Wulff, dass er sie alle so fasziniert. Ja, aber die Politiker, die sehen doch auch schon zu, wie sie heute auch mal eine Zeit nach der Politik vorbereiten. Da muss ich doch mal sehen, an wen kann ich mich jetzt mal ranhängen, wo kann ich jetzt mal hin. Und da ist manchmal ja ein besonders geschickter und erfolgreicher Mittler. Der hat Netzwerkverbindung aufbauen, hat er gelernt, von der Pike auf. Und heute nutzen das alle. Und heute profitieren auch alle davon. Déjà-vu in Hildesheim. Hierhin waren sie alle gekommen. Die prominenten Freunde, die von Maschmeyer profitieren und von denen er profitiert. Hier in eine ausrangierte Kirche. Ein entrücktes Paralleluniversum unter Polizeischutz. Als Carsten Maschmeyer, wofür auch immer, seinen Ehrendoktor bekam. Wie würden Sie Herrn Maschmeyer so als Menschen beschreiben? Carsten Maschmeyer ist jemand, der sich für andere Menschen in besonderer Weise interessiert, und zwar ganz unterschiedliche. Wir sehen es ja gleich, wer alles da ist aus Musik, Kultur, Sport, Politik. Und sind Sie ihm auch freundschaftlich verbunden? Ja, aus den Beziehungen ist eine Freundschaft geworden. Freundschaften und Bussi Bussi in der norddeutschen Tiefebene. Auch in Hildesheim, die aus den Illustrierten einschlägig bekannte Maschi-Clique, Wanderzirkus der A- und B-Prominenz. Im gewaltigen Archiv des Medard Fuchsgruber, Wirtschaftsdetektiv am Rande der Republik im Saarland. Von hier aus, sagt er, könne er ungestört ermitteln. Die Ordner voll mit den Totalverlusten ahnungsloser AWD-Kunden. Wie konnte der AWD diese Größe und diese seriöse Strahlkraft gewinnen? Dieses Unternehmen hat ja jahrelang wirklich ganz viel Geld in Werbung investiert. Dieses Unternehmen hat ganz geschickt, der AWD hier, die Politik für sich genutzt oder auch mal den Sport. Das heißt, man hat mit großen, tollen Namen immer wieder geworben. Das sind natürlich Dinge, die den Normalbürger faszinieren, eine Vertrauensebene schaffen, sodass man das Produkt gar nicht mehr richtig hinterfragt, sondern das wird dann einfach weggezeichnet. Wie gefährlich ist diese Nähe der Politik zu Carsten Maschmeyer? Diese Nähe der Politiker, der Politik zu Carsten Maschmeyer als AWD ist natürlich Sprengstoff, weil wir bewegen uns hier in einem Minenfeld, nicht regulierter Markt, und anscheinend ist das diesen Politikern nicht bewusst. Oder einfach egal. Der Bundespräsident in Dresden. Auch ihn wollte ich fragen, warum er ausgerechnet mit Carsten Maschmeyer so gut befreundet ist. Aber Christian Wulff versteckte sich hinter der Fassade seines Amtes. Er lief weg, wie auch andere. Herr Schröder, Sie und Herr Maschmeyer sind ja gute Freunde. Geld regiert die Welt und die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Entweder Sie verdienen Ihr Geld mühsam allein oder Sie lassen andere für sich arbeiten. Da hat, denke ich mir, Carsten Maschmeyer wohl ganz schön viele für sich arbeiten lassen.